best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk. So meine Freunde, was geht ab, Skal, schaut das Video auf meinem Kanal. Boom, auf jeden Fall geht's heute wieder los mit FIFA Mobile. Ihr seht, ich habe ein 105er Team mit 160 Chemie. Ich habe auf jeden Fall bald die 170 erreicht, weil ich habe ja ein Bundesliga-Team mit vielen Leipzigern, mit zwei Dortmund-Spielern, mit einem Gladbacher und zwei Bayern-Spieler. Der Rest ist Leipzig. Deswegen werde ich, wenn ich hier die Punkte zusammen habe, auf jeden Fall die 170 erreichen. Das war, glaube ich, das hier. Genau. Da fehlen mir aber noch, glaube ich, 150 Points oder so. Ungefähr. Ja, gut, Leute. Mein Team habt ihr ja jetzt gerade kurz gesehen. Mit Forsberg 93, Werner 93. Auf jeden Fall Lewandowski, Totti in Werner rein trainiert. Weil es besser ist. Ne, Quatsch. Ich habe Lewandowski, Totti in Forsberg rein trainiert. Somit hat er jetzt eine 93. Gut, 105er Team. Ja, kann man schon sagen. Ich bin schon stolz drauf auf mein 105er Team. Wer auf jeden Fall meine Liga beitreten will, meine Liga heißt Skywalker Gang. Hier auf jeden Fall das Turnier werden wir auf jeden Fall nochmal kurz starten. Gegner finden. Bam. So. Gut, Leute, warum ich auf jeden Fall dieses Video jetzt aufnehmen möchte, ist, wir werden in diesem Video, ja, jetzt in diesem Video werden wir 50, wie heißt das hier bei Sternzeichen, wie heißt das, wir werden 5 Sternzeichen Zyklus drehen. 5 Stück, das wäre natürlich am besten, wenn ich neuer ziehen würde. Neuer passt so perfekt in meinem Team, ich habe ja auch den normalen Neuer, also den 86er Neuer, den ich aber auf 88 hochziniert habe, in meinem Team drin. Deswegen wäre das so enorm geil, wenn ich ihn ziehen würde. Alle anderen wäre auch cool, weil den kann ich ja auch wieder weiterverkaufen. Zum Beispiel Özil oder Mili kann ich ja weiterverkaufen. Ich habe jetzt letztens privat den schlechtesten natürlich gezogen, Gignac. Oder Gignac, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall kann man noch 250.000 Münzen ziehen. Und ja, Leute, auf jeden Fall im Hauptmenü bin ich jetzt so weit schon. Bam. Ah, wir haben noch 50 von den Punkten. Werde ich einlösen, habe ich jetzt 480 Glücksmünzen parat. So. Ihr könnt sogar... Leute. Seht ihr, was ich sehe? Wir können sogar 6 ziehen. Haha, wir können 6 mal mit den Zyklopen das ziehen. Glaube ich. Haha, wie geil ist das denn, meine Freunde? 20 Punkte, so, zack, zack, zack. Jetzt kommen wir hier an, 60 Sternzeichen Token. Leute, ich glaube, wir können sogar 6 mal ziehen. Sternzeichen. Ja, wir können 6 mal dann ziehen. Bevor ich das mache, will ich nochmal kurz hier in den Shop gehen. Denn ich habe nämlich noch genügend von den, wie heißt die Dinger hier, von denen hier, Laternen. Werden wir nochmal kurz 3 von davon öffnen. Vielleicht zu mir auch was Schönes. Kann das sein? Mond, Laternenpack. Wir ziehen. Skillboost plus 1 Laterne. Also noch eine Laterne dazu. Vielleicht zu mir noch eine Laterne. Dann können wir noch ein Pack zusätzlich öffnen. Ja, 50 Mondpunkte. Geil. Und im letzten Pack ziehen wir 200.000 Münzen. Nice. Münzen sind immer gut. Münzen sind immer gut. So, wir werden auf jeden Fall nochmal kurz hier reinschnuppern. In Mond. Neujahr. Also ich finde das Event wirklich richtig mega geil. Eines der besten Events oder Events, die es jetzt bis jetzt gab. So, Skillboost. Skilly, Skilly, Skillboost. Ja. Gut. 80 Skillboost. Skillboost ist immer gut. Vielleicht haben wir ja irgendwas hier. Nee, gut. So, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt. Wir fangen jetzt schon mal an. Sternzeichen. Wir tun 6 Zyklopen. Wie kann man das nennen? Wir drehen 6 mal an den Sternzeichen-Zyklus. Rad. Würde ich einfach jetzt mal so sagen. So, wir fangen an mit dem ersten. Bam! Mal gucken, was wir ziehen. Mal gucken, was wir ziehen. Wir ziehen. La 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 la, 85er Diene. Fängt schon mal nicht so gut an. Wir machen weiter mit dem zweiten.
Das zweite von 6 Stück. Mond, Neujahr, wir ziehen. Neujahr, bitte, Neujahr, bitte, Neujahr. Nein, so ein Rot brauchen wir nicht. Weiter. Das dritte. Und wir ziehen. Wir ziehen. 88, ey, das ist schon mal ganz gut. Maguire. Oder Keine Ahnung. 88er ist schon mal gut. 88 ist schon mal gut. Wir machen weiter. Mit dem vierten von 6. Standzeichen Ritter. Und? 84er wäre die. Bitte neuer, bitte neuer, bitte neuer. Neuer ist so geil. Bitte. Jetzt. Und Skillboost. Na gut. Und das letzte. Vielleicht sind wir irgendwas Geiles. Neuer. Und wir ziehen. Was sehen wir? 86er Rashika. Na gut. Mal gucken, was wir hier haben. 500 Glücksmünzen. Ist auch nice. Ja. Mal gucken, wie viele Glücksmünzen wir jetzt haben. Im Glücksshop. Haben wir 1640 Münzen schon. Eieiei. Voll deiner Waldfrosch. Wir könnten uns schon fast Tevez holen. Aber da sitzt mir nichts. Ich habe ein Bundesliga-Team. Ich muss, wenn dann hier warten. Bis hier ein geiler Spieler kommt. Mittelfeld, also Mittelstürmer ist jetzt Müller. Naja, gut. Dann nützt mir nichts. Dann nützt mir einfach nichts. Mal gucken, vielleicht ist ja noch ein geiler Spieler dann hier vertreten. Hier, Legende, 16.000 Glücksmünzen. Ja, aber ich bin eh nicht so auf Legenden aus. Von daher, gut. So. Hallo, ich bin zurück. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ah ja, ich wollte mal kurz euch mein Totti zeigen. Mein Team of the Year. Team of the Year. Und dann werden wir die Spieler verkaufen. So, hier bin ich auf jeden Fall schon so weit. Noch 4 Stück und dann haben wir das hier. Ja, mal gucken, ob wir das noch schaffen. Wenn ich auf jeden Fall, weil mein Handy spinnt hier. Wenn ich das hier auf jeden Fall parat habe, die 25 Angriff-Starter-Token, dann habe ich auf jeden Fall schon Mané freigeschalten. Der kostet aber, glaube ich, auf dem Markt leider nur, ich glaube, 3-4 Millionen. Aber besser als nichts, ne? So, wir verkaufen jetzt die Spieler. Wir verkaufen jetzt die Spieler. Das finde ich so doof gemacht. Das war auch schon bei Gignac. Man muss die erst freischalten, bevor man die verkaufen will. Das ist so dumm. Details. Also entspannt quasi. Das ist, warum? Warum macht man sowas? Ich finde das dumm. Zack. Zack. Brauche ich alles nicht. Obwohl, nein. Rashica ist Bundesliga-Spieler. Aber naja. Gut. Rashica. Jawohl. Er war zumindest kurz in unserem Team. Gut. Marc, verkaufen. Hallo? Ne, ich werde auf jeden Fall nochmal nach dem Video, nach dem Drehen, auf jeden Fall mal gucken, wie viel jeder Spieler einzeln wert ist. Mal gucken, vielleicht nicht, dass ich hier einen Spieler verkaufe für 100.000, der aber bloß 50.000 wert ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video weiter. Wieder, ja, Skywalker.